Alter, der Anfang ist schon vielversprechend, ne? So, willkommen in Duskwood. Wir freuen uns, dass du nach Duskwood gefunden hast und wünschen dir viel Spaß beim Spielen. Duskwood erscheint in Episoden. Du kannst direkt loslegen, während wir weitere Inhalte produzieren und das nächste Update vorbereiten. Also, haben wir mitgekriegt? Duskwood ist das neue Let's Play, was wir hier auf unseren Kanal raufschmeißen. Es ist ein relativ neues Spiel. Ich glaube, ziemlich neu. Man sieht es ja eben halt. Ne? Episode 1. Mehr gibt es momentan auch nicht. Ein Text-Chat-Spiel. Also ein Textspiel. Chat-Chat-Spiel. Chat-Game. Text-Chat-Spiel. Von den Machern von Anybody Out There. Dead City. Das Spiel, was aktuell auch auf unserem Kanal läuft und was ihr auch begutachten könnt. Ich habe es jetzt mal mit dem Popschutz probiert. Jetzt bei der letzten Folge fällt mir ein, dass ich sehr viel poppe mit dem Popschutz mit meinem Reden. Und ja, lass uns loslegen. Horror, ne? Soll es sein, irgendwie so. Ich hoffe, es wird so gut wie Fear as damals, obwohl es nicht vom selben Entwickler kommt. Wollen wir mal gucken. Ich bin gespannt. Okay, schauen wir rein. Los geht's. Episode starten. Hä? Ah. Thomas, das passt vielleicht sehr gut. Chat-Anfrage von Thomas. Thomas hatte ich so eine Gruppe hinzugefügt. Hallo? Bist du da? Sollte ich das vernünftig reden? Thomas, nee, Thomas muss ich cool reden. Also nochmal. Hallo. Bist du da? Ja, bin ich. Kennt ihr hier Winkesdings? Ist auch nicht schlecht, ne? Hallo. Ah. Hallo. Er schreibt doch. Egal, wie ich es formuliere, es klingt verrückt. Ich bin das so oft in meinen Kopf durchgegangen. Warte kurz. Hä, was ist denn das? Kann ich schon mal zwischendrin? Ich muss sowieso erst die anderen dazu holen. Oh, wie cool. Bitte geh nicht off. Ich habe alle Zeit der Welt. Hat Clio hinzugefügt. Dan, Lily, Richie hinzugefügt. Hallo. Hi. Moin. Das machst du jetzt nicht wirklich, oder? Dan, halt bitte die Klappe. Ja, das könnte cool werden. Das hat schon echt sowas so Kribbeliges. Bin ich gespannt. Okay, darf ich auch was schreiben? Wer seid ihr denn? Jupp, er macht's. Ach so, ist er das? Sieht wohl so aus. Jesse kommt auch noch dazu. So, jetzt, sorry. Jesse, es ist soweit. Unten in meiner Liste. Alter, was geht hier vor sich? Hi, Leute. So, das waren jetzt alle. Oh, schön. Waren ja auch nicht viel genug jetzt gerade, ne? Was soll das Ganze? Naja. Wie sag ich das jetzt am besten? Das ist so genial. Das ist ja schon wie bei Dings, die nachher, hier, Anno User, Alter, Darknet, ey. Wer bist du? Woher kennst du meine Schwester? Wovon sprichst du? Ihr habt mich doch eingeladen. Lily? Okay, das ist... Was hast du mit ihr gemacht? Wir wollen dich fragen, woher du Hannah Donford kennst. Und dafür werde ich eine Gruppe eingeladen? Habe ich noch nie was von ihr gehört. Den Namen kommt mir bekannt vor. Warum wollt ihr es wissen? Ganz ehrlich, Leute. Lass es denn.
Anna ist meine Freundin. Und sie ist verschwunden. Jetzt schon seit 3 Tagen, um genau zu sein. Was hat das mit mir zu tun? Ja, genau, tut mir leid, das zu hören. Aber was hat das mit uns zu tun? Ja, das ist, glaube ich, das Beste, was man fragen kann. Sie hat mir deine Nummer gegeben. Also. Ja? Er muss nochmal überlegen, was er schreibt. Wie formuliere ich das jetzt am besten? Von ihrem Handy aus wurde mir letzte Nacht eine Nachricht geschickt. Naja, eben genau mit deiner Nummer drin. Nix weiter. Das Handy ist mit ihr verschwunden. Solltest du vielleicht auch noch erwähnen. Ja. Vielleicht habe ich sie mal kennengelernt. Wie unheimlich, genau, wie unheimlich finde ich geil. Ja, was fällt uns dazu schon ein? Und jetzt wird's sogar noch besser. Ich habe natürlich sofort versucht, sie anzurufen. Es wurde auch abgenommen, aber niemand hat was gesagt. Bitte, wenn du noch mal ganz scharf nachdenken könntest. So sieht sie aus. Kann ich groß machen? Mach ich wieder klein? Achso, okay. Das ist Hannah Donford. Dann fuhr sie fort. Okay, Entschuldigung. Egal, das gefällt mir schon. Woher könntest du sie kennen? Warum verschickt ihr verspurtes Handy uns deine Nummer? Sorry, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht kennt sie mich irgendwie. Verwechselt sie vielleicht? Vielleicht ist eure Begegnung ja nur schon zu lange her. Denn da, an die würde ich mich erinnern. Also das führt zu nichts, war ja klar. Ihr wisst, ich bin echt der Letzte, der sowas normal sagt, aber du hättest das der Polizei überlassen sollen. Ja, klar. Du weißt genau, warum ich das nicht getan habe. Aber das macht dich jetzt gar nicht verdächtig, oder, Tommy Boy? Ich hab genug. Viel Glück. Dan hat die Gruppe verlassen. Was hat Dan damit zu tun? Ich muss immer wissen, wer die sind. Kann der sich nicht einmal benehmen? Sorry, Leute, meine Meinung kennt ihr. Jetzt hier die Gruppe verlassen. Tja. Ich weiß leider auch nicht, was wir jetzt noch machen sollen können. Weißt du, wir versuchen sie zu finden. Wir klammern uns einfach an jeden Strohhalm. Ich sage, würde ich auch tun. Klingt nach Zeitverschwendung. Wobei das jetzt ja schon mehr ist als nur ein Strohhalm. Ja schon. Ich meinte auch eher allgemein und nicht auf die Nummer bezogen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Lilly hat die Gruppe verlassen. Da waren es noch 3. 4. Mit Mr. X zusammen. Wer ist Mr. X?
Ich bin Mr. X, Thomas Cleo und ich, Mr. X. Oder Mr. X, bitte um Verzeihung. Oder Mrs. X, achso. Heutzutage sollte man bei sowas vorsichtig sein. Das ist gut, dass du eine Geschlechtsgeschichte haben kannst hier. Dass du nicht unbedingt immer ein Mann oder eine Frau bist. Oder du nennst uns am besten einfach deinen Namen. Das wäre viel persönlicher, finde ich. Nachricht schreiben. Mein Name ist... Oh, mein Name ist... Warte mal, mein Ding stört gerade. Kann ich das nicht eintippen? Warte. Aha, jetzt. Und genau. So. Das finde ich ziemlich cool. So kriege ich selber eine Persönlichkeit. Hallo Tomji Tom. Ich bin Richie. Und ich muss mich für unser sagenhafte unhöfliches Verhalten entschuldigen. Normalerweise sind wir nicht so. Was wird das, Richie? Ich weiß es nicht. Ich dachte nur. Mich in Smalltalk zu verwickeln wäre klug. Ihr wollt, dass ich helfe, oder? Naja. Hannah hat uns deine Nummer geschickt. Damit müssen wir doch irgendwas anfangen können. Scheiße. Ich weiß doch auch nicht. Ich glaube, was Richie sagen will... Achso. Du bist unsere einzigste Spur zu Hannah. Ja. So eine Art Mint zumindest. Ja. Wenn ihr meint, also ich weiß nicht recht. Ich weiß, wie komisch das alles wirkt. Für uns ist es auch echt nicht leicht. Ich glaube, es könnte wirklich helfen, wenn du erst einmal bleibst. Bleibst? Wie komisch klingt das bitte? Was, ja? Ich werde mein Bestes geben. Schon okay. Das tut es wirklich. Klingt spannend. Top! Ich muss jetzt erstmal weg, die Pflicht ruft. Wieder die alte Karre. Der noch älteren Frau Meier. Und sonst rennt die noch zu den Lackaffen von TT. Ja, wir haben es verstanden, Richie. Okay. Adios. Hasta luego. Ich hätte es jetzt gefeiert, dass der weggestehen würde. Guck mal, hier sind solche Coins hier abgebildet. Bye. Der scheint nett zu sein. Ja, das ist er. Du bist einer der wenigen, die das früher kennen. Also... Ich glaube, du solltest vielleicht erst einen groben Einblick in die Situation bekommen. Wäre nett. Dankeschön. Ich mach das. Okay. Warte, ich erde dich gleich. Was? Was? Wozu?
Walter, weißt du, wie cool? Thomas, ich bin immer bei dir. Eure Beziehung Fremde, Galerie links. Aha, guck mal her. Premium Pass, naja. Ohne Premium Pass vorgefahren, dankeschön. Ah, guck mal. Und da die Galerie, da musst du einen Premium Pass irgendwie machen. Ich meine, ganz im Ernst. 299 ist ein Lacher, oder? Okay. So, hey. Ach. Wo bin ich da reingeraten? Hi. Sorry nochmal wegen vorhin. War sicher komisch für dich. Ja, und wie? Ja, es ist auch immer noch, genau. Ich kann das nachvollziehen. Guck mal, hier gibt es einen Stern für. Wahrscheinlich ist das irgendwelche Sachen. Dann mache ich einen super Eindruck, wenn ich das sagen kann. Ja gut, mein Gott, die suchen seine Feuer kommen. Ach, darf ich nicht? Weil ich den Premium-Pass dafür brauche. Ich bin total durch den Wind, seit sie verschwunden ist. Und dann diese Nachricht. Erst dachte ich, sie wäre wieder da. Schreib, dass alles gut ist. Aber darauf kann ich wohl langsam nicht mehr hoffen. Ich schweife ab, sorry. Eigentlich soll ich dir ja einen groben Einblick verschaffen. Das hast du schon gemacht. Lass mich mal ganz kurz checken. Kann ich auf das Bild klicken? Fremde. Schade, das ist natürlich echt kacke. Links gibt's hier keine. Okay, cool. Das ist Thomas. So sieht Thomas aus. Hat auch einen Bart. Okay. Du solltest nicht, du wolltest. Dann mal los. Okay. Wo fange ich an? Was passiert hier? Wie komme ich eigentlich da zurück? Genau. Hey, du! Was gibt's? Das Auge ist gruselig im Hintergrund einfach. Meinst du nicht, dass das etwas zu krass vorhin war? Bin ich zufällig da? Kann sein, ne? Von wegen, würde ich eher sagen, ich war noch höflich. Du weißt es doch. Er weiß es auch. Alle wissen, was ich von der ganzen Scheiße halte. Du musst nicht sauer werden. Doch. Weil du plötzlich auch deine Meinung änderst. Meinung? Tue ich doch gar nicht. Geil, mit Rechtschreibfehler und dann tippen die neu ein. Wie gut. Kommt mir aber schon stark so vor. Nee. Ich meine nur, dass du dich etwas überlegter ausdrücken könntest. Überlegter? Oho, die Autorin. Präsentier dich einfach nicht auf den Silbertablett. Du meinst, ich sollte mich nicht wie ein Arschloch verhalten? Das meinst du doch eigentlich, oder? Richie kommt. Ich muss AFK. Jesse ist im Offline. Toll. Na, gibt's noch hier was zu malen? Nee, wir konnten hier noch zuschauen. Wieso konnten wir hier zuschauen? Ey, das ist gruselig, oder? Okay. So, meine lieben Leute, wir haben einen kleinen Eindruck von Duskwood
ja, haben können jetzt. Und ich find's geil. Warte mal, haben wir noch mal da auf den Chatverlauf gehen? Können wir sie noch mal anklicken? Guck mal, hier ist Jessie. Die Welt hat Zähne und mit denen beißt sie zu, wann immer sie will. Und das Bild von Dan, Alter, mehr als gruselig hier. Er sieht aus wie wie Forever, Alter. Oder Dr. Tiefenbrunner. So. Gut, meine lieben Leute, wie gesagt, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das auch neugierig gemacht. Und was kann man hier noch machen? Profil. Ach, was. Status-Tags. Kann ich das ändern? Warte mal. Okay, warte mal. Das mache ich wie bei meinem WhatsApp-Ding. Warte mal. Geil. Okay. Oh. Okay, cool. Job? Ah ja, natürlich. Hä? Profil. Wählen. Hier kann ich auch Nummern wählen und alles. Das könnte, wie gesagt, das könnte wirklich sehr, sehr interessant werden, das Spiel. Ich versuche am Montag noch eine neue Folge rauszubringen. Es geht jetzt ein bisschen Zeit, die Ferien sind bei uns vorbei. Und das heißt für uns, wir müssen ein bisschen mehr machen im echten Leben und weniger in diesen Zeugs hier. Aber wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin.